So, guten Morgen. Mach meiner Tochter schon was zu essen. Die will was warmes essen. Ich habe ein bisschen Suppe, haben wir noch da. Den Rest nehme ich heute mit, den wird Dennis vertilgen. Ja. In das Gleiche. Ja. Können wir da mal Ferien machen? Kommt man bestimmt. Gut. Jetzt müssen wir. Oh, was ist denn da drüben los? Da ist schon wieder Theater. So, komm, setz dich hin. Guten Appetit, Vorsicht heiß. Überpünktlich. Guck mal, Nuki, das ist Wetter, oder? Demsometer. Eine Couch ist da noch drin. Ich fasse es nicht. Wollen wir da bis zu der Einfahrt von mir fahren? Oder. Wieso kriegen wir die hier nie durch? Ein Klumpatsch. Der Muskulatur war jetzt. Na, schauen wir mal. Nicht stimmt. Weiter. Das Mysterium der Kaffeemaschinen hier, als ein Ditter, ey. Das man hier halt machen kann. Naja, also mit zu viel Technik, zu viel Schnickschnack. Auf alle Fälle, für meinen Kaffee hat es noch gereicht hier. Denn es will keinen, jetzt fahren wir gleich los. Hier, ja, gar nicht gut. Oh, zweite große Fahrt mit der Auto. Der Kuppe. Nochmal. Jetzt sind nur noch bergab. Jetzt sieht es bis zur Baustelle nur noch bergab. Was rein. Genau. Ja, die Bremsen wurden jetzt neu gemacht. Neu gemacht? Könnte sich ja nicht. Ach nee, das gibt ja ein Problem. Und zwar müssen sie eine neue Elektrik verlegen. Genau. Ach nee, Quatsch, das war für die Lichter. Ah, ja. Wieso ein Dit? Ach so, weil das wegen der Einstellung hier. Genau. Aber so eingestellt sind sie erstmal. Oh nicht. Nö, wie gesagt, geht nicht. Sehr schön. Nein, oder witzig. Genau, das ist korrekt. Martha, Anton. Also das sind so die Besten, die ich kenne. Also die kriegen so 5 cm starke Knochen durch und wir haben hier so eine ziemlich große Sauerei und da haben wir noch lange zu tun und ja, da, wie gesagt, eine gute Erfahrung mit gemacht. Jo. Whiskas. Mach Peter von Whiskas.
habe. Und zwar hätte ich eine Frage. Führen Sie in Ihrem Bestand Fiskars Macheten? Ja, das ist einfach nur die Frage, ob wir da anhalten oder nicht. Ja, gut, denn ja, kann man auch nicht machen. Alles klar, wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Danke. Ciao. Naja, Mann, wer hat denn so, ey, du schwärmst hier von einem Artikel, den es weltweit nicht gibt? Na, sag mal, das hat man in jedem Baumarkt bekommen. Naja, ist wohl vorbei. Ich glaube, Macheten gibt es nicht mehr überall, seitdem sie die Köpfe runterschneiden von allen. Ach so, meinst du? Kann natürlich sein, weil das deswegen so hat es tatsächlich. Ja, das ist ja mehr zum Hacken, nicht zum Schneiden. Scheiße, das kriegen die Uhren. Da ist er netto. Ach was. Willst du netto? Ja, dann können wir auch ganz kurz da vorbeifahren. Das soll nicht, was ich meine. Nächstes Mal nehmen wir die Spitzkehre nach vorne, weil es mir zu blöd ist. Ja, ja. Hier, guck mal, provisionsfrei. Ja, stand bei dran. Ja, provisionsfrei zu verkaufen. Müssen wir mal kicken, ja. Ja, jetzt wissen wir ja, wo bleibt. Nein, eben netto. Ja, kann man nicht verkehrt machen, ja. Stehen wir auf zwei Parkplätzen? So herzlich. Ja, wir hätten uns auch frei auf zwei Behindertenparkplätze mit dem erstellen können. Hätte ich für fair gefunden. Was? Guck mal. Also, ja, guck mal. Nach der Arbeit. Ich würde nochmal fahren. Ich dachte, wir müssen die Leute hin und her fahren. Das ist völlig normal. So ganz entspannt und zwar abends. Vor allem für mich heute, wa? Na denn? Ich stehe ja unter voller Situation. Ich merke schon. Kannst du ja nicht spät genug ankommen. Arbeit. Ich kann kaum noch die Spur halten. Mensch, eine Roggenkruste, die muss ich jetzt mitnehmen. Nachher ist sie weg, wa? Ja. Dann soll ich das gleich schneiden? So, na, da müssen wir da mal schnell umessen. Dann zockelt die dir so auf. Ist schön warm. Ach, ich lasse das so. Ein recht gutes Produkt war. Das sind so Klamüde, oder? Ja, ich trinke auch alles. Das ist alles. Gut, aber was sind hier mit dem Bio-Kräuter-Tee? Fenchel ist ja auch nicht schlecht. Fenchel? Ja, Fenchel Klassik, genau. Gute Bullrichsalz. Gegen Sodbrennen. Vorm Durchfall. Also bis zu dem Kreisel da runter, wo er gerade herkam. Ich könnte es furchtbar. So, Auto ist gerade abgekackt. Es kam gestern aus der Werkstatt. Es kam gestern aus der Werkstatt. Wir sind noch nicht mal auf der Baustelle angekommen quasi. Ja, schon gibt es die Blaster. Ist auch komplett richtig. Hier funktioniert ein Steinauto. Wo? Wo lang? Hier lang. Nach rechts. Wieso? Wir kamen von da. Wir kamen von da? Achso, dann müssen wir nach da runter. Wir müssen da. Oder kamen wir von da? Wir kamen von da, hast recht, von links. Schön, dass wir alles eingekauft haben. Ich mach den nicht an, aber ey, Batterie. Batterie ist für ein AA. Die hält ja überhaupt keine Kapazität mehr. Breitscheidstraße, herzlichen Glückwunsch. Also falls jemand Interesse hat, für 6.000 Euro dieses schöne Auto zu erwerben. Ach nee, jetzt fahre ich hier. Jetzt fahre ich hier eine Kurve. Einmalige Möglichkeit. Ich krieg die Krise. Ja, da muss er neue Batterie rein und fertig. Ist alles gemacht, alles tipptopp. Ah, ich krieg mal in so einen Moment, reg mal drüber rein, reg mal drüber. Ja, zu Recht. Jetzt sind immer ab hier vor der Dings und nichts funktioniert. Hier keine Warnsignale, nichts. Aber ich habe vorher noch überlegt, vor ein paar Tagen noch, ob ich so einen großen Akku kaufe. Ja, aber gibt's, wir brauchen eine neue Batterie, denn ist ja. Jetzt komm, fahr mal bitte, sonst kriegt die Krise gleich. Du musst jetzt. Ah ja, natürlich. Oh, ist das ärgerlich, ey. Jetzt haben die da bestimmt nicht, ja. Was haben sie? Jetzt haben die ja bestimmt nicht so eine Batterie. Oh, dann müssen wir es bestellen. Tankstelle, gibt es da mal Batterien? Ja, eigentlich schon, aber sie sind jetzt weit weg. Das ist ein Importartikel, der kostet 30 Mal so viel. Was ist denn das? Macht ihr denn hier?
Kalli, haben ein Auto gekauft. Sieht so. So, ich parke, aber bleibe stehen. Ja, ich. Also, ich lasse ihn rufen. Ja, ich gehe eine Batterie holen. Ja, eine große. 75 Ampere schon. Okay. Mindestens. Warte mal, wir gucken noch mal drin. Warte. Das ist ja ein Autohaus, wo wir jetzt hinfahren. Ja, die werden nur ein Werkzeug haben, wa? Und dann werden für 60 Euro werden sie uns die Batterie so ja montieren. Ja, also dann sind wir bei 160 Euro, das ist aber nicht schlecht. Also. Wenn ihr kriegt einen Herzinfarkt, Alter. Ruf gerade, Alter. Ruf gerade. Keine Zeit zu sterben heute. Reg mich auf so, den Klubst du ja nicht. Seo, warte mal, Moment, da lang, wo lang? Nach Silo. Da lang. Das ist hier nicht. Doch, das ist da vorne da. Naja, aber wir fahren jetzt in die Richtung. Sollten wir hier fragen, die liebe Frau? Naja, wir haben noch keine Zeit, das Auto ist hinter uns. Entschuldigung, ich habe eine Frage, und zwar suchen wir ein Autohaus. Welches denn? Wir müssen in Richtung Silo. Alles klar, danke schön. Schönen Tag. Tschüss. Das ist ja auch mal richtig. Was denn nun? Jetzt hörst du stottern, ne? Eins Autoservice. Ja, nee, weil da gerade ein Opel-Zeichen war für ein Auto raus, deswegen. Wir fahren doch kein Opel, wir fahren VW, das können wir doch nicht machen. Na, aber das ist so. Ja, warte, wir haben doch nicht bei ihm im Pack. Ja, stimmt, ja. Ist sie überhaupt offen? Da ist auch ein Opel-Zeichen drauf. Da hinten ist auch nur ein Autohaus, aber da steht jemand, ja. Ah, schöner Oldtimer. Ach, war der Opel da? Ja. Aber das ist doch so ein Diesel, wa? Oder was? Ich meine noch den da. Ach so. Da drin. 75 Ampere Stunden. Jetzt übrigens gerade die Räder zum Ausleihen, Alter, ein Häcksler oder was? Stil und alles. Was für ein Quatsch. Oh Mann, ey, was für ein Hund, ey. Der Karre. Zettlerlehre. Nicht mal festgeschraubt die Wiesen. Nee, war nicht, da war nicht fest. Muss ich die komplett abschrauben oder was? Na, so, dass die Batterie rausgeht. Dabei ist ja so schwer, so nicht, aber. Also, ich war aber ein bisschen klein gewesen. Ja, ich weiß auch nicht. Also, das, was für ein Dreck. Das ist hier auch vormal Dreck. Das Auto haben wir vorübergehend gekauft. Das sieht doch gut aus, ne? Ja, schön. Na, ich meine, mach mal. Willst du einen haben? Er hat leider bloß Vorderradantrieb, wa? Ja, Synchro wäre zu teuer. Hey, haben wir nicht gefunden, ganz einfach. Hier machst du Baufeldarbeit, ne? Leider nicht, abfahren, ja? Leider nicht. Noch nicht, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Genau. Ja. Was habt ihr gesehen? Stil oder Husqvarna? Nee, Stil. Ihr macht nur Verleih hier oder was? Ne, wir haben Husqvarna-Händler. Stil machen wir ein bisschen mit. Und na Mensch, dann haben sie ja Ketten, Dennis. Ja, haben wir. Ach, die dann, ja. Ja, siehst du, man muss ja nur mal reden. Ja. Jo, dann brauchen wir jetzt noch die Platte. Die Platte ist ja hinter hier unten dran. Achso, da unten. Ja, das ist ja noch so.
Jetzt wird ganz im Ernst. Hm. So holst du das Auto von der Werkstatt, also nicht du, ich meine jetzt grundsätzlich, so holt man ein Auto von der Werkstatt ab heutzutage. Also ich war ja ohne Festschraub, die Batterie. Na nee, hat er gesagt, die ist total locker und alles schlackert da hin und her. Das geht doch nicht. Nee. Und dann würde mich mal interessieren, was die gemacht haben. Naja, sie sieht so ordentlich aus, ey. Das sind bitte, ey. So muss das aussehen. Pass auf, blau, blau. Wunderbar. Weil die Lackierung so schön ist. Deswegen haben wir das Auto gekauft. Ja, ganz anders, komm. Ganz anders, ganz. Ganz anders, hört sich auch ganz anders an. So, plopp, 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 plopp. Na, jetzt hab ich den Hefter vergessen. Ja, naja, da drin, da kommt ja nicht weg. Nee. Ach, Mensch, Dennis, ey, Alter. Kriegen wir Hüterbescheid oder noch? Ja. Hey, gut. Schlecht aussehen. Nee, auf die Spalten, Alter. Ach, guck mal an, ey. Marcus, was du machen? So viel hat sich keiner verletzt, ey. Oh Mann. Na, wir sind da. Gott sei Dank. Boah. Na, alles weggeräumt, den ganzen Stapel. Moin. Hallo. Hallo? Markus, aufstehen. Das würde so eng zusammen, das will er wohl ja nicht. Wird die so eng zusammen, wenn die Nachbarn oder was? Genau. Ja. So, gut, wir sind angekommen, wir machen erstmal Essen. Wir sind fleißige Leute. Ja, ich meine, wir haben ja heute schon viel gemacht, auch wenn es nicht danach aussieht und auf dem Grundstück nicht ein Ding zu sehen ist, außer dass wir die Garageneinfahrt besetzt haben. Und wir haben es und unser Müll hier überall verteilt haben wieder. Wir machen jetzt erstmal Frühstück. Markus, schön, dass du Töpfe und alles hast und uns eine Unterkunft gibt, wo wir uns vor unseren Mädels verstecken können. Ja, genau. Das finde ich echt nett von dir. Ich habe wieder einen Heiz. Kannst du an? Ja. Nee, eigentlich, nee. Es ist gemütlich. Aber ja, wie gesagt, wir machen uns das erstmal gemütlich. Ja, ist doch nett, wenn man so einen Nachbarn hat. Der hat das Haus auch nicht für sich gekauft, sondern für uns eigentlich. Ich bin ein bisschen Pfeiler zu von Markus. Ja, ist nett von ihm. Ist aber gratis mit dabei. Dann erstmal ein paar Würstchen hier. Ich guck mal, wie so eine Wurst ist eigentlich. Na. Ja, ich wollte mal machen. Schon mal gewohnt. Ja, ich hab wohl jetzt spitze Handflächen gehabt, als wir die verlassen haben. Mit dem Ziel, weil es über so. Oh, das ist mehr Flüssigkeit für den Magen.
Das ist die richtige Art von Flüssigkeit ist. Könnte man jetzt über nachdenken. Da liegt es am Nahe liegendsten. Naja, außer den muss er weg. Halt. Ach, guck mal, seine Konstruktion mit der Palette hat da durchgezogen. Hängt ein wenig durch, aber fast schon. Das sieht doch nett aus mit dem Baumstämmen auch. Ja. Stapeln wir ihm die anderen auch noch dahin. Ja. Ja, klar. Das ist echt gefährlich. Ja. Wert kein Fertigteilhaus, würde Risse jetzt schon geben. Ja. Sag dir. Machen wir den aus hier mal? Alles. Naja, aber weit weg gibt's sie nicht. Ja, aber wir haben alles von weit weg, haben wir schon zwei.
Die Kamera. Drei Stunden 40. Bis jetzt, ja. Bis jetzt. Insgesamt? Jo. Naja, dann haben wir effektiv gebraucht für das Ding. 2 Stunden. Ja, wa? 2,5. Machen wir großzügig 2,5. Mach da gerade den Rest der Suppe warm. Ja, mach mal. Ich esse nichts. Kannst du haben. Ich bin noch hin und her gerissen. So, Feierabend für heute. Einen fantastischen Baum haben wir geschafft. Eine Batterie haben wir geschafft. Ja, genau. Ein. Was haben wir noch? Wie sagt man? Im Baumarkt haben wir besucht, den. Wo es nichts gibt, exakt. Wo es wirklich gar nichts gibt. Und wie heißt denn? Sightseeing, wie sagt man denn dazu? Eine Stadtrundfahrt. Eine Dorfrundfahrt haben wir gemacht. Wir haben ein Autohaus kennengelernt. Ja. Naja, habt ihr ja nicht gesehen. Fantastisch heute. Super. Tassen hoch. Oh, mein Arm brennt. Jo. Nicht putzen. Guck schon auf den Rauchmelder, der nicht mehr vorhanden ist. Denn es hat einen Rauchmelder zweimal ausgelöst heute. Ja. So, und jetzt ziehe ich mir einen Arbeitsschuh aus und danach den anderen. Igel oder was? Igel. Achso. Dann ziehe ich mir eine Freizeithose an. So, hast du dabei? Ja, sicher, na, sag mal, ich denke, wir haben uns vernügen. Ja, apropos Vergnügen, achso, ja. Apropos Vergnügen, wann wird bezahlt? Das ist noch gerade hier, ey. Alles für den Kunden. Alles für den Dackel, alles für den Club. Jo. Fahrradclub Dürknerstraße. Ja, und der Dennis erklärt jetzt mal seine bunte Würzmischung. Das fällt diesmal nicht so üppig aus wie sonst auch immer. Man nehme 3 Chilischoten, schnibbele sie klein. Na. Mit einem scharfen Messer. Immer in die Finger rein. Na, so schön. Reime Monster. So. So, das hier, das packt man mit in die Suppe. Kommt alles mit drin. Keine Verschwendung. Hier auf den Level. So, oh, das war toll. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte schon so irgendwas kissen. Verkleide dich doch. Als Kissen, als Torso-Kissen. Ja. Das ist eine gute Idee. Aber gibt's ja alles, was jetzt eigentlich ist. Ja, bei den Japanern schon abgefahren. Naja. Das waren so Koreaner, wie ist das nicht? Asiaten. Na ja, schon schmeckt das nicht mehr so gut. Wir können mal kicken hier noch, gibt da hier bestimmt da, wo wir essen waren.
Gibt es da bestimmt eine Senioren-Disco? Ja, da nur bis. Oder die Woche? Hast du eine Karte? Komm mal im Auto, wa? Drei Kilo mitgenommen. Also, wo wir essen waren, hier, Mensch, im Ferienlager da, hinten am See. Ach! Ach, so die Veranstaltung da. Ferienlager am See. Was war denn nur noch? Jetzt bleibt Geld aus der Hose. Wie hängt das gewohnt? Bei den Hosen. Mhm. Meine Frau auch, die freut sich über die Hosen zum Beispiel. Wo ich immer Geld verschicken, dann macht sie. Wollte ja ein Team machen. Na, dann mach ich mal Tee, wa? Und Feierabend für heute.